Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Touren to Indie. Weiter geht's. Ja, Pausenbrot. Verfüttern. Oh, ich hab Hunger. Pausenbrot? Naja, das ist wahrscheinlich mit Wurst. Das ist aber ein frisches Pausenbrot. Guck mal, da ist sogar mit Tomaten und Salat. Salat. Käse. Das ist alles dabei. Hup. Sein Blick. Ich könnte das jetzt einfach nur 10-mal machen, die ganze Folge lang. Meiner Schnabeltierfalle fehlt offenbar noch der richtige Köder. Ja. Schnabeltiere essen nur altes Brot. Alles, was frisch ist, spucken sie wieder aus mit einem rotzenden Laut. Und dann jammern sie, dass früher alles besser war und schreiben verbitterte Online-Rezensionen. Okay, dann in den Tafeleimer. Oh ja, meinst du? Ich behalte meine Sachen lieber lose überall. So wird der Schaden minimiert, wenn wieder einmal Feuer ausbricht. Okay, aber wie macht man sonst ein Pausenbrot alt? Ja, wahrscheinlich müssen wir das vielleicht mit der Zeitanomalie. Ja. Die Stimme ist in die Zeitanomalie rein. Ich würde sagen, wir müssen die Zeit ändern. Dann kommt es alt wieder raus. Oh, klasse. Was passiert wohl, wenn ich das Pausenbrot hier reinhalte? Ich! In der Anomalie vergeht die Zeit viel schneller als außerhalb. Das Brot wird also alt. Und seine Hand nicht? Das hätte wohl jeder vorhergesehen. Jetzt taugt es nur noch zum Entenfüttern. Und ich müsste mir die Fingernägel mal wieder schneiden. Ah, okay, gut. Danke. Sonst hätte ich mich gewundert. Das ist cool. Sehr gut, dass sie immer an so... Die denken halt echt an alles. Ne? Hm. Als würden sie sich da hinsetzen und sich gegenseitig fertig machen. Yeah. Nom nom nom. Tja, mit Speck fängt man Mäuse. Oder macht Speckomelette. Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Und wozu brauchen wir das? Keine Ahnung. Wir haben's. Was wir haben, haben wir. Das irritiert mich immer noch mit dieser Regenrinne. Mit das Unkraut da reinstecken? Das würde bestenfalls. Das will ich doch tun. Nein, dann nicht. Zack. Auch gesehen, an die Fahne kommen wir hier oben eigentlich ran. Wie können wir das Weibchen zum Männchen stecken? Ja, irgendwie, ne, dass wir jetzt zusammen... Das ist irgendwie... Ma. Eine Maus. Nein, ich mag Maus. Vielleicht kann ich Goli mit, damit... Irgendwie bezweifeln. Die Frage ist, was bringt uns... Also können wir es tauschen? Aber was bringt uns das Männchen? Und wozu? Vielleicht das hat irgendwas mit der Ziege zu tun, glaube ich. Albino-Schnabeltier und das normales Schnabeltier. Oder Versuchsschnabeltier. Sie paaren lassen, aber ich wüsste nicht wieso. Kuhn macht mir Babys. Babyschnabeltiere. Ja, gleich. Jetzt haben wir die Ziege da oben, da will nicht. Also meine Theorie ist immer noch, dass. Ja. Dass wir das, ich muss mich gerade umsetzen, dass wir das. Ja. Das Unkraut, so, jetzt habe ich es wieder. Ja. Das Unkraut dafür benutzen können. Die Ziege anzulocken. Aber dann müssten wir da oben hier hinkommen. Oder irgendwas haben. Kannst du es auf nicht den. Nicht nötig, das ist auch so schon trocken. Schade, ich dachte, das könnte ich so als. Ja, ich weiß, als Angel. Gute alte Ziegenangel. Wo ist denn die Glocke? Es gibt hier tatsächlich kaum etwas zu erledigen, ne? Wir haben so einen Schalter hoch, runter, dann hüpft die Ziege aber dann nur rüber. Das scheint das Unimaskottchen zu sein. In Fachkreisen nennt man sowas Boomerang Understatement. Boomerang Understatement. Kann ich euch für einen... Willst du mal was Tolles sehen? Was? Ja. Geht ja gar nicht. Oh, bist du ein Arschloch, ey. Und auf den anderen, der will ja, da ist er beschäftigt mit seinem Schlag, ne? Stör ihn nicht. Er muss sich. Okay. Nicht. Wenn ich in seiner Konzentration störe. Das heißt, ich muss nicht irgendwas machen, bis er so toll konzentriert ist und dann schlägt und es weitergeht. Also wir haben nicht viel zu tun. Vielleicht interessiert ihr euch dafür? Wer kann mir sagen, warum das Schnabeltier über die Straße ging? Wen interessiert's? Wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Gute Antwort.
Also Schnabeltier da reinsetzen in den Käfig? Ja, ich überlebe da. Mal schauen, ob ihn das hier motiviert. Ja, siehst du ein Weibchen. Und dann... Ah, bitte, ah. Ups. Ne? Was ist denn jetzt los? Ich! Stereo-Monocle? Mein Name ist Nordbird, Herr Professor. Nordbird, das kann ich mir merken. Wie lautet deine Antwort? Durch die Energiezufuhr hat sich die Ausdehnung der Anomalie vergrößert. Wir befinden uns jetzt innerhalb der simulierten Zwischenzeit. Mhm. Und schon vergeht die Zeit wie im Fluge. Nur nenne meinen Namen. Sie sagt nur innerhalb der Blase. Richtige Antwort, aber Punktabzug fürs Dazwischenreden, Unterbiss-Walküre. Ihr Name ist Hildebrain. Ihre Eltern waren Witzbolde, was? Nein, Schrottländer. Sie ist Austauschstudentin. Und ich bin Daniel Drüsenfeld. Und? Soll ich mir das jetzt merken, oder was? Ah. Yippie, Schule ist aus. Wollen Sie die Anomalie nicht erst einmal ausstellen? Lektion 2. Wolle nie etwas, was auch andere erledigen können. Also nicht? Da ist eine Glocke. So, jetzt ist aber genug hier. Und nun? Es hört nicht auf zu strampeln. Das sehe ich auch. Und was ist das jetzt? Das kommt aus ihrem Mantel. Das andere Schnabeltier weint. Ist ja schon gut. Nichts als Ärger. Oh nein. Kannst du das Schnabeltier nach da unten setzen? Das rechte in den Käfig und beide unten im Käfig. Nee, das kannst du nicht nehmen. Kannst du das in den Käfig stecken? Kann mir jemand sagen, was ich hier tue? Du benimmst dich wie ein Vollidiot? Setzen, 6. Ich sitze bereits. Und bei deinem Notendurchschnitt wird das auch so bleiben. Mann, Goli, du Blöde. Es hat doch bereits das alte Brot bekommen. Verwöhntes Biest. Jetzt hat geklingelt, ja. Wobei ich nicht verstehe, es hat ja eigentlich nur hier drin geklingelt und nicht außerhalb. Ja, genau, das ist ein bisschen... Aber na gut, nehmen wir es erst, es hat ja geklingelt, so. Wir wollen jetzt ab. Was passiert, wenn ich rausgehe? Nur mal so. Verdammt! Die Anomalie blockiert den Ausgang. Aber wenigstens verliere ich keine Zeit, während ich hier drin gefangen bin. Jetzt müssen wir die Geschichte wieder abstellen, ne? Ja! Ach, Jenny! Sorry! Schläft ja halb ein. Was ist das hier noch glatt? Das ist nur ein Anschluss. Niemand? Ja. Wenn ich den wegnehme, weint er. Aber man erstellt ihn von alleine wieder zurück, ne? Ja, ich kann ihn auch nicht anders platzieren. Eimer. Kann mir jemand... Du benimmst dich wie ein... Setzen. Ich sitze bei deinem... Und auf das andere Vieh geht auch nicht, ne? Es hat doch bereits da verwöhnt. Irgendwie umzu... Ja, füllen, genau, ne? Dachte ich auch. Und dann das Rad anzuhalten. Einfach reinstecken. Ja. Nö, schade. Gerade wo es so spannend war. Alles hat mal ein Ende. Besser, ihr gewöhnt euch dran. Alles hat mal ein Ende. Das ist schon wieder so ein... So, das heißt, ich kann jetzt ja. Bei euch... Zum alten Mick Quarnacke. Irgendwas ist hier gerade am Fenster vorbeigeflogen. Ja, da schüttelt jemand vom Balkon oben, schüttelt jemand so eine Decke aus. Ich sehe die ab so im Augenwinkel gesehen. Naja, ich auch. Ich bin jetzt gewundert. Ich weiß noch, irgendwann ist doch mal ein Sofa runtergefallen. Nee, Sofadecke? Das war irgendeine Decke. Eine riesige das war Decke. So eine Bettdecke, glaube ich. Das war super witzig. Guten Tag. Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Eindämmen? Ha! Ausmerzen. Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Junior behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit der man sich kreuz und quer durch die Zeit bewegen kann. Stimmt. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Undankbarer Aufwiegler. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so... Vorsichtig, nachgerade langweilig. Tja, schön wär's. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ja, ein Anarchist. Ehrlich? Wie gemein.
Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Er soll über seine Fehler nachdenken. Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger, weil Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Und ein recht jung aussehender dazu. Deutlich jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Meinst du, ist es dieselbe Person oder ist es aus einer anderen Zeit? Nein, meine Theorie wäre eher, dass halt McChronicle so viel... Ja, gereist ist. So viel rumgereist ja, ist, quasi hin und her. Und dass er quasi dann älter geworden ist, beziehungsweise in der, quasi der McChronicle in die... Ja, das glaube ich. Zu dem jüngeren... Ja. Ich seines Vaters zurückgekehrt ist. Ja, genau so. Oder so. Und er will das einfach nicht machen. Schlüssel. Finger weg! Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor! Da ist alles kontaminiert mit verrückten Ideen! Also wir müssen ihn da irgendwie rauslocken wahrscheinlich, ne? Und dann können wir... Oh Gott, hier gibt es ganz viel zum An... Aschenbecher! Sie rauchen? Nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle meine Milchzähne kaputt gemacht. Bist du? Milchzähne? Interessant, hier stimmt da was nicht. Haha. Es ist doch eine Pfeife. Man kann einen Rufus eben nicht hinters Licht führen. Ah, geil. Das ist das, nicht gerafft. Das ist die Anspielung auf dieses berühmte Bild. Ist das eine... Das ist eine Pfeife. Hä? Ach, Josh! Nicht wirklich, oder? Nein, ich komme über... Dieses Bild, wo es um die Darstellung von Worten und Realität geht. Was ist denn die Pfeife? Ist die Aussage unter dem Bild die Pfeife oder ist die Pfeife die Pfeife? Boah, wir gucken uns das Bild gleich in meiner Pause an. Das kennst du. Offenbar. Vögel brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei! Ups. Ja, und wenn Sie mit Ihrer Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie haben das Recht dazu. Kannst du denn auch das Glas aufheben, ja? Boah, neue Optionen. Ganz viel. Also das kann ich nicht nehmen. Könnten wir noch was reden, nur dass wir das einmal... Oh. Könnte es nicht vielleicht sein, dass Ihr Sohn doch recht hat? Na, jetzt fangen Sie nicht auch noch damit an. So etwas wie Zeitanomalien gibt es nicht. Basta! Woher wollen Sie das denn wissen? Weil ich, im Gegensatz zu Junior, ein echter Wissenschaftler bin. Und ein recht jung aus... Was wollen Sie damit andeuten? Nichts, nichts. Also, wir müssen ihn hier wahrscheinlich rauslocken, ne? Dann können wir die Schlüssel nehmen und in den Schuppen. Ne? Ich dachte erst, wir müssen ihn zum Rauchen wieder erbringen. Warum auch immer. Vielleicht raucht er nur draußen. Ah, meine alte Pfeife. Das wäre jetzt genau das Richtige. Nach all dem Ärger mit meinem Junior. Zu dumm, dass ich keinen Tabak mehr im Haus habe. Ich weiß. Und sogar die Nikotinkaugummis sind mir ausgegangen. Aber können wir dieses grüne Zeug benutzen? Jungs, die Stimme klingt so, als würde er sich verstellen. Ja. Es klingt so, als wäre die Stimme jünger und als würde er sie verstellen, um älter zu klingen. Yeah. Ah, meine alte Pfeife. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Okay, jetzt wird er 12. Ja. Wow. Ganz schön kräftig, der Tabak. Irgendwas ist mit dem passiert, ne? Das ist geil. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Wir waren so verrückt damals. So, lololololololo, guck, guck. Gott, ist bekifft. Ist uns nicht gut bekommen. Wir haben damals mit allem herum experimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Aha. Und mit Frauen, natürlich. Davon will ich nichts hören. Mrs. McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören, ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen.
Rocco McChronicle. Er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus, mit der Zeit rumzuspielen. Hat mir den Hintern versohlt. Vor meiner Freundin. Und dabei war ich schon 25. Geil. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Das ist voll anstrengend. Jetzt nimm mir Schüsse, das wird dich nicht mehr stören. Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Yippie! Ich dachte, das wäre erst so das Endziel. Nehmen wir McChronicle mit? Ja. Psst! McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Das hier ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Ach Mann, McChronicle. Ach, was ist denn heute mit... Du klingst schon genauso verbohrt wie dein Vater. Na und? Er hat mit seinem Verhalten die Welt nicht an den Rand der Zerstörung gebracht. Er kann sie mit seinem Verhalten aber auch nicht retten. Nochmal. Ach, was ist denn heute mit dir okay, los? Du klingst schon... Na und? Er hat... Er kann sie... Gut, also hier haben wir alles, ne? Mhm. Aus den Aschenbecher. Sie hauen ja ganz schön rein. Der Tabak hat angefangen. Und dabei wollte ich doch nie wieder rauchen. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Vielleicht, wenn wir ihn wieder runterkriegen, ne? Vielleicht ist ja. Das, muss man ihn später wieder runterkriegen, dann. Oh. Los, aufschließen. Aufschließen. Also, ich kann es nicht direkt machen. Mann, die Nachbarn da oben rumsen. Rumsen die ganze Zeit, wollte ich auch erst sagen, dann dachte ich, gibt's ein schöneres Wort dafür. Und rein ins Geheimnis. Oha, das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Wahrscheinlich, ne? Schaffen wir uns eine Übersicht. Wir haben die Zeitmaschine, den Ionentank und einen Bronzehahn. Die Gitterbä, das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Können wir den einmal runterstellen? Wozu auch immer. Die Gitterbä. Keine Ahnung. Einmal mit Altöl. Mundglasscheiben. Guck mal, was passiert, ne? Was anpatschen. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise. Okay. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Aber der Versuchsopfer war doch irgendwas mit Tachyonen, bla bla bla. Okay, fragen wir doch unsere Studenten, oder? Ja. Wir machen heute Exkursion. Feldversuch. Die zwei irritiert mich noch ein bisschen. Ja, mich auch zu bisschen. Und die Ziege da oben treffe ich auch nicht. Es aber. Wird alles noch Sinn ergeben. Vermutlich. Oh, geil, guck dir das Schnabeltier an. Ah, ihr seid noch da. Natürlich, Herr Rufus. Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Explosion. Packt eure Sachen. Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Danke, Hildebrain. Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem ein Sternchen. Wow! Lässig. Beeindruckend, nicht wahr? Die Hildebrain... Was ist es? Ich! Nerdbird? Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Zeitportalmaschine, genau. Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Aber wohin? Nein! Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tunnel, wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt die Masterfrage. Wie schaltet man das Ding ein? Einschalten? Aber... Na los, diskutiert miteinander. Hm,
Das da vorne müsste der Tachyonentank sein. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyonen emittiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Und man müsste die Düsen so justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Noch was? Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? McChronicle hat gesagt, das sei zu gefährlich. Es könnte die gesamte Raumzeit perforieren. Ach, papalapap. Probieren geht über Studieren. Wer nichts probiert, kann nur verlieren. Kommt das in der Klausur? Ja. Wir nennen die Folge Probieren geht über Studieren. Ich dachte, wir nennen sie Exkursion. Aber ist die... Ach, was ich sagen wollte, ich finde die Hilde... Ja. Sieht ein bisschen aus, so eine hässliche Version von der Dame in Drachenzähmen leicht gemacht. Oh ja. Das ist doch so, da gibt es doch diesen dicken Kleinen und dann die Kriegerin, wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Hilda? Die heißt nicht Keine Hilda. Keine Ahnung. Ich habe den ersten Teil einmal gesehen und seitdem. Ach, so toll, auf jeden Fall. Es ist voll die Mischung davon. Dachte übrigens erst, es wäre ein Typ. Ja, ich auch. Deswegen ist es ja auch der Witz daran. Boah, also, können wir jetzt mit euch reden? Oder? So, Kinder, es wird Zeit, den Stoff zu wiederholen. Was benötigt man noch? Eine 4D-Brille, die besteht aus Buntglas. Ja, genau, Hildi. Irgendetwas, das Tachyonpartikel imitiert. Ja. Volle Punktzahl. Ich bin stolz auf euch. Sie können mit dieser Professornummer aufhören. Wir sind die cleveren Kids. Schon vergessen? Natürlich seid ihr das. Immerhin habt ihr beim Besten gelernt. Professor Rufus! Rufus! Das sollte wohl McChronicle heißen. Ist die Folge vorbei? Was ist du nervst? Nerv nicht. Ich versuche die Zeit im Blick zu haben. Und ich habe recht. Wir haben noch 2 Minuten, aber ich gucke auch ständig auf die Uhr. Naja, es ist 2 Minuten. Wir versuchen uns halt immer so ungefähr an 20 bis 30 Minuten zu orientieren. Aber ich denke mal, das ist eigentlich ein ganz netter Punkt, weil jetzt wissen wir zumindest, dass wir gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Also wir müssen in der nächsten Folge Buntglas schauen, damit können wir was basteln. Dann fehlt uns halt irgendwie noch ein Brillengestell oder sowas, ne? Mhm. Der Einzige, der eine Brille... Das... Nur mal so spontan. Ist das die Flüssigkeit wohl kaum, oder? Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Okay. Ein bisschen zu viel. Vielleicht müssen wir die Jungs von denen draußen verprügeln lassen. Dann verliert er seine Brille, aber ich glaube nicht. Wir müssen die Jungs da draußen irgendwie loswerden. Hier, ihr sagt mir alles Gleiche, ne? So, Kind, was? Eine Fliebe steht. Genau. Ich bin. Pass auf. So, nein, ich wusste es. Genau. Voll, ich bin. So. Ich bin auch stolz auf uns. Ich auch. Und tschüss. Bis zur nächsten Folge.